SWR 4 Baden-Württemberg. Stars im Studio. Mit Michelle. Guten Morgen. Ich freue mich. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Und vorbei ist der erste Titel aus deinem neuen Album. Geht schon richtig gut ab, ne? Toller Titel. Ja, finde ich auch. Es ist ein toller Song geworden und ich freue mich auch, dass Peter und Ulf da wirklich wieder eine Meisterleistung hingelegt haben. Die haben das ganze Album geschrieben. Anders ist gut und ich freue mich. Es ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen, jetzt mit diesen beiden verrückten Menschen genau so ein Album hinzulegen. Das letzte Mal, als du hier reingekommen bist, vergangenes Jahr, in diese Studiotür, da habe ich noch eine blonde Michelle gesehen. Ja. Jetzt ahne ich, dass da ein neuer Look da ist, weil du hast eigentlich eine Baseballmütze auf. Man kann uns sehen, übrigens auch im Livestream über swr4.de. Ja. Also mal reinklicken, da sehen wir Michelle mit schwarzer Baseballmütze und drunter sehe ich aber einen schwarzen Schopf, einen Haarschopf. Dunkel. Also dunkelbraun. Mhm. Was ist es? Ah, dunkelbraun. Okay. Genau. Also meine echte Haarfarbe ist ja dunkelbraun. Ich habe ja damals vor fast 30 Jahren auch dunkel begonnen. Wurde dann immer heller und heller und irgendwann war ich dann tatsächlich blond und habe sie dann aber auch zwischendurch immer wieder dunkel gemacht und irgendwie habe ich mich dann immer wieder überreden lassen, weil alle gesagt haben, es ist doch viel schöner blond und ich, nee, aber ich bin eigentlich nicht blond. Und heute sage ich mir, ich bin nicht blond und meine Haare bleiben so, wie ich sie haben möchte, nämlich in meiner echten Haarfarbe. Also erleben wir jetzt gerade die echte Michelle sozusagen. Genau, und das ist auch wichtig und richtig. Okay, und das passt ja eigentlich auch ganz gut zum neuen Album. Das heißt ja, anders ist gut. Ja, also richtig. Jetzt anders. Und du hast, ich lese von dir ein Zitat, das ist das vielleicht wichtigste Album meiner Karriere, mindestens aber das wahrhaftigste und das mutigste. Inwiefern? Weil ich einfach glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo anders nicht gut ist. Die Menschen zeigen mit dem Finger noch auf andere Menschen, weil sie glauben, wenn jemand anders ist, muss man es verurteilen. Ob man jetzt andersfarbig ist, groß, klein, dick, dünn, was auch immer. Menschen sind einfach so verschieden. So viele verschiedene Lebewesen leben auf dieser Erde und viele Menschen sind einfach noch der Meinung, dass anders nicht gut ist. Und wir sind alle sehr einzigartig und wir sind alle nur einmal so, wie wir sind und wir sind alle anders und das ist einfach richtig und das ist gut. Es geht einfach um diese generelle Akzeptanz, die, finde ich, den Menschen fehlen. Also gar nicht mal unbedingt nur Menschen gegenüber. Es geht ja auch los der Umwelt gegenüber, dass man auch die Umwelt mit Respekt behandelt, dass man Tiere mit Liebe und Respekt behandelt, so wie es einfach auch sein soll. Und ich finde, das muss man einfach mal sagen, eigentlich ist anders bei uns noch nicht gut. Also insofern ein Plädoyer im Grunde für Richtig. Toleranz und auch für Respekt. Absolut, ja. Michelle ist bei uns zu Gast und sie hat ein neues Album herausgebracht. Ja. Anders ist gut heißt dieses Album und es ist entstanden in Zusammenarbeit mit Peter Plate, den wir von Rosenstolz kennen und Ulf Leo Sommer und auch von Zweiraumwohnungen her. Wie läuft sowas eigentlich ab? Erzählst du, was dich bewegt und die packen das dann in passende Songs rein? Eigentlich ist es genau so, wie du das jetzt sagst. Es ist eigentlich so, dass man wirklich stundenlang da sitzt und wirklich sehr, sehr viele und lange Gespräche führt über das Leben, was einen beschäftigt, was einen eben bewegt. Und so entsteht natürlich das Album. Und ich finde, dass der Peter und der Ulf eben auch dieses Talent haben, dass er sich in den Künstler so reinversetzen kann, dass er ihm wirklich solche Songs auch auf den Leib schneidern kann, dass die Texte einfach wirklich so sind, dass sie einfach auch passen und dass sie einfach sitzen, dass man überhaupt nichts verändern muss, weil sie einfach diesen Künstler begreifen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem Künstler so ist. Also bei mir ist es eben so gewesen, dass ich habe sofort die Musik begriffen und ich habe sofort die Sprache begriffen und sie haben sofort meine Geschichten begriffen. Und das war einfach, es war perfekt. Es hat gepasst, arbeiten. Absolut. Schlicht und ergreifend. Ja, genau. Das ist ein sehr authentisches Album geworden von dir, sagst du, wo auch sehr viel Persönliches einfließt oder eingeflossen ist. Wie ist das dann aber, wenn persönliche Geschichten zu Liedern werden? Ist man dann auch immer ein bisschen unsicher, dass man vielleicht zu viel von sich preisgibt? Oh nein, also ich glaube, wichtig ist, dass man hinter einer Geschichte steht und das Leben ist ja so, wie das Leben ist und wer mich kennt, der weiß, dass ich hinter allem stehe, was ich mache und was ich tue und dass es natürlich auch im Leben gewisse Dinge gibt, die man vielleicht auch manchmal gerne wieder rückgängig machen würde, dass man natürlich auch Fehler macht im Leben, dafür ist aber das Leben natürlich so, wie es ist. Ich mich aber niemals dafür schämen würde oder sagen würde, oh, das ist jetzt vielleicht zu viel gegeben, weil ich glaube immer, dass es Menschen gibt, die die gleiche Geschichte teilen in irgendeiner Art und Weise. Jeder für sich selbst und jeder in seiner eigenen Geschichte und in seinem eigenen Leben. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man sich öffnet und auch seine Geschichten erzählt, sodass die Menschen sagen können, hey, die versteht mich, die weiß genau, wovon ich spreche oder die weiß genau, wie es mir geht, weil mir ist das auch passiert und das ist einfach wichtig. Dass man sich Menschen da reinsetzen sich kann, viel mehr einfach öffnen. Setzen kann. Genau, und nicht verschließen, einfach öffnen und darüber sprechen, wenn es was gibt. Kein Geheimnis ist natürlich, dass du mit Matthias Reim zusammen warst. Da verrät man nicht zu viel. Wie ist die Beziehung heute zwischen euch beiden?
Gut, familiär, aber nicht beziehungsmäßig, so wie es die Fans manchmal sehr gerne hätten. Ist ein toller Musiker und ein toller Schreiber natürlich auch. Wir haben zwei tolle Songs miteinander gemacht und es macht Spaß mit ihm auf der Bühne. Eine hören wir jetzt nämlich mit dir, nicht verdient, der Titel. Und ja, der ist ja im vergangenen Jahr so richtig gut angekommen, auch bei jüngeren Leuten. Ich glaube, das hat dir auch sehr gut getan, ne? Ja, also witzigerweise haben wir seit Jahren das ähnliche Publikum und das sind einfach sehr viele junge Menschen und jetzt haben wir uns natürlich zum zweiten Mal zusammengetan und das auch noch zusammengesungen und das fanden die Leute natürlich ganz großartig. Du hast ein Lied dir gewünscht, dass wir das spielen. Ja. Von Nino De Angelo. Ja. Warum gerade dieses? Weil dieses Lied eine Magie hat und ich ein riesen Fan bin von Nino De Angelo, also von seinen Songs und ich finde einfach, dass dieser Song etwas hat, was einfach Magic ist, ja, und ich weiß auch genau, von wem er spricht. Er spricht von diesem Engel, dem er begegnet und der ihn eigentlich aus jeder Lebenssituation herausrettet. Ich liebe diesen Song. Bist du auch hin und weg, wenn du deine Tochter hörst? Noch viel hin und wecker, wenn man das so sagen kann. Ja, ich bin natürlich total stolz auf meine Tochter, dass sie diesen Weg geht und sie wird ihren Weg noch viel weiter gehen und sie ist schon auf die Welt gekommen mit Riesenaugen und wollte das schon machen und deswegen, sie ist dafür bestimmt, sie hat die perfekte Mischung von Mama und Papa gekriegt und ich bin mega stolz auf sie. Michelle, ich habe ja bei dir gesehen auf deinem Instagram-Account, da waren in letzter Zeit Bilder, da habe ich immer einen Hund drauf gesehen. Ist der neu? Der ist neu mit Perwoll gewaschen. Das ist unsere Ronja. Ronja ist jetzt ein halbes Jahr alt, ist ein Bernardiner und wir haben ja noch unsere kleine Nackthündin, die ist jetzt schon 7 Jahre und Ronja ist jetzt, also ein neuer Hund, das hört sich immer so komisch an, aber das ist unser eigener Hund. Auch die Fiona, die Nackte, war ja auch ein Hund, den wir eigentlich aufgepäppelt haben. Ich habe immer Hunde aus dem Ausland rausgeholt und aufgepäppelt und dann weitervermittelt. Und die Fiona haben wir aber behalten, weil die einfach so goldig ist. Und Ronja ist eigentlich unser erster eigener Hund wieder, ja. Michelle ist zu Gast bei uns hier in SWR 4 Baden-Württemberg. Brief an meinen Vater heißt dieser Titel, dieser sehr persönliche Titel auf deinem neuen Album. Wie viel Kraft hat es dich gekostet, das zu singen? Also ich muss ehrlich gestehen, dass es mir sehr leicht gefallen ist, diesen Song zu singen, weil ich damit einfach abgeschlossen habe. Ich bin durch mich selbst auch geheilt und ich glaube, es ist wichtig auch zu sagen, der Song entsteht eigentlich aus zwei verschiedenen Menschen. Das eine, der Anfang ist so das innere Kind, das die Geschichte erzählt, auch aus Kindesaugen. Und wenn ich ums Verzeihen singe und um Vergebung bitte für mich selbst, dass ich das schaffe zu vergeben, ist es natürlich die erwachsene Frau, die heute dasteht und sagt, ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, ganz viele Frauen und auch wahrscheinlich ganz viele Kinder, die wahrscheinlich ähnliche Situationen im Leben durchgemacht haben. Und das Wichtige ist aber, dass man verzeihen kann. Weil ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass jeder Mensch seine Aufgabe im Leben hat. Und ich bin der Meinung, dass man auch Vater und Mutter, bevor man auf die Erde kommt, selbst aussucht, damit sie einem genau die Erfahrung im Leben geben, die man eben machen muss im Leben, um der Mensch zu sein, der man heute ist. Aber das waren ja jetzt keine positiven Erfahrungen, die du gemacht hast. Es war ja im Grunde eine üble Kindheit in Blumberg, wo du aufgewachsen bist, geprägt von Gewalt, von Alkoholismus bei den Eltern. Wie kann man da was Positives rausziehen? Weil ich einfach sage, dass das zu meiner Geschichte gehört. Ich wäre heute nicht der Mensch, der ich wäre, wenn mir alles das, was mir passiert ist, heute nicht passiert wäre. Ich wäre wahrscheinlich ein ganz anderer Mensch und jeder schreibt seine eigene Geschichte, bevor er wieder auf die Welt kommt. Und ich weiß es nicht, ob es manchmal schwieriger ist, Opfer oder Täter zu sein. Ich glaube, ein Täter zu sein ist manchmal viel schwieriger und das vergessen wir oft, weil wir ganz gerne in einer Opferrolle sind und auf die Täter wird immer mit dem Finger gezeigt und wir vergessen, dass wir uns einfach selbst dafür entscheiden, dass die Menschen, die uns prägen, ob negativ oder positiv, dass sie diese Aufgabe im Leben haben, weil es wichtig ist, dass wir die Erfahrung machen, die wir einfach machen müssen. Das hört sich knallhart an, es ist aber so. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Schon wieder fertig. Ist schon wieder rum die Stunde. Es geht auf 9 Uhr zu, Michelle. Vielen herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, bleib gesund und glücklich. Stars im Studio bei SWR 4 Baden-Württemberg.